Ist ein bisschen unheimlich hier, oder? Psst, psst. Was wollen wir hier? Uns umschauen? Bist du nicht neugierig? Na doch schon, aber es ist doch ein bisschen komisch. Ach Quatsch, nix ist komisch. Ist ein ganz normaler Dachboden. Guck, hier ist die Kommode, von der ich dir erzählt habe. Lies, was alles draufsteht. Es liest sich wie eine Sachunterrichtsstunde. Sachunterricht verstehe ich nicht. Deswegen sind wir ja hier. Aber was soll das bringen? Sachunterricht ist langweilig, öde und blöd. Und außerdem nicht mein Fall. Wetten, dass du das nach unserer Reise anders siehst? Glück auf, Bergmann. Glück auf. Was heißt Glück auf? Glück auf ist der Gruß im Erzgebirge, in unserer Heimat. What's up? Das wirst du schon noch verstehen. Das alles kennt ihr natürlich. Bergparaden, Weihnachten und Wintersport. Für viele ist genau das das Erzgebirge. Jahrhundertelang wurde unsere Heimat vom Bergbau geprägt. Auch der Gruß Glück auf hängt direkt mit dem Bergbau zusammen. Er hat zweierlei Bedeutung. Zum einen ist es die Kurzform eines langen Wunsches, der heißt, ich wünsche dir Glück, tu einen neuen Erzgang auf. Die zweite Bedeutung ist der Wunsch, nach getaner Schicht wieder gesund aus dem Bergwerk auszufahren. 2019 wurde die montane Kulturlandschaft zum Weltkulturerbe erklärt. Die damit einhergehenden Traditionen lassen sich überall finden. Bergparaden, die in der Adventszeit in vielen Städten des Erzgebirgskreises wahre Besuchermagnete sind, greifen bis heute die Bergbaugeschichte auf. Aber auch Besucher- und Schaubergwerke, Mettenschichten und Hutzenohmde erinnern an längst vergangene Zeiten. Wer das Erzgebirge aber ausschließlich auf den Bergbau und den Wintersport reduziert und es nur als Weihnachtsland wahrnimmt, macht einen großen Fehler. Deshalb ist eine Reise durch den Erzgebirgskreis sehr empfehlenswert. Glück auf! Glück auf! Was sagst du nun? Was bitte war das? Hast du mir nicht geglaubt? Ich hab dir doch gesagt, dass ich eine Zaubertruhe entdeckt habe. Ist das bei jeder Schublade so? Bei jeder. Ehrlich? Ehrlich. Was willst du jetzt wissen? Verkehr, Wirtschaft, Kultur und Tradition, Gebirge, Flüsse und Talsperren. Ah, nehmen wir Gebirge, Flüsse und Talsperren? Nehmen wir. Das Erzgebirge ist ein Mittelgebirge und hat verschiedene Oberflächenformen. Hochflächen mit abgerundeten Bergen. Tafelberge und tief eingeschnittene oder weite Täler. Tafelberge erinnern von ihrer Form her an einen Tisch, denn sie haben keinen Gipfel, sondern eine ebene Oberfläche und die sieht eben aus wie eine Tischplatte. Beispiele dafür sind der Pöhlberg bei Annaberg-Buchholz, der Scheibenberg und der Bärenstein. Alle drei haben eine weitere Besonderheit. Sie bestehen aus dem Vulkangestein Basalt. Und bei dessen Abkühlung wurden daraus riesige Säulen. Am Scheibenberg erinnern sie an Orgelpfeifen und am Pöhlberg an Butterfässer. Weshalb sie auch so genannt werden: Scheibenberger Orgelpfeifen und die Butterfässer am Pöhlberg. 1215 Meter gen Himmel ragt der höchste Berg des Erzgebirgskreises, der höchste Berg Sachsens.
Sein Name? Fichtelberg. Fast 200 Meter weniger hoch ist der Auersberg zwischen Eibenstock und Johanngeorgenstadt gelegen. Er ist der zweithöchste Berg des Erzgebirgskreises. Ja, so ein Glas Wasser kann wunderbar erfrischen, wenn es warm ist. Damit es klar und frisch aus der Leitung kommt, gibt es Talsperren, die das Erzgebirge und weitere Regionen mit Trinkwasser versorgen. Die Talsperre Eibenstock ist die größte Talsperre Sachsens. Zudem hat sie die höchste Staumauer. Etwa 600.000 Menschen erhalten ihr Trinkwasser aus Eibenstock. Sie ist damit der größte Trinkwasserlieferant im Freistaat. Talsperren dienen aber auch der Erholung oder schützen vor Hochwasser. Die älteste Talsperre Sachsens ist der Filzteich in Schneeberg. Heute nutzen wir den Filzteich als Naherholungsgebiet. Dort kann man Wassertreter fahren, baden gehen und sich sonnen. Auch der Greifenbach-Stauweiher bei Ehrenfriedersdorf verspricht heutzutage reines Bade- und Freizeitvergnügen. Gespeist werden die Talsperren aus Flüssen und Bächen. Die Zwickauer Mulde ist der größte Fluss im Erzgebirgskreis. Die Zwickauer Mulde prägt unter anderem das Stadtbild von Aue-Bad Schlema. Dort nimmt sie auch das Schwarzwasser auf. Der zweitgrößte Fluss ist die Zschopau. Sie entspringt am Nordhang des Fichtelberges. Die Quelle der Zschopau liegt in 1070 Metern Höhe. Eine Besonderheit ist, wenn es um Wasser geht, das Pumpspeicherkraftwerk Markersbach. Es erzeugt mit Wasserkraft Strom. Dafür braucht es ein Ober- und ein Unterbecken. Das Pumpspeicherkraftwerk Markersbach ist das zweitgrößte Pumpspeicherkraftwerk in Deutschland und gehört zu den größten Wasserkraftanlagen dieser Art in Europa. Ja, und ganz bestimmt mögt ihr Wasser in dieser Form. Im Erzgebirgskreis lockt eine Vielzahl an Schwimmhallen, Freizeitbädern und auch Kurbädern. Bekannte Kurbäder sind Bad Schlema mit dem Gesundheitsbad Actinon, Thermalbad Wiesenbad und Warmbad. Freizeitbäder sind das Aquamarin in Marienberg und das Freizeitbad Greifensteine in Geier. Einmalig in der Region sind die Badegärten Eibenstock. Diese haben nicht nur eine große Wasserlandschaft, Gäste können dort eine Weltreise machen. Denn in der Sauna und damit schwitzend wird nahezu weltweit Entspannung gesucht. Mensch, was heißt da drin? Da schwitzt man doch glatt hier. Dann schwitz mal weiter. Ich hab da mal eine Frage. Wie heißt der größte Fluss im Erzgebirgskreis? Das ist die Zwickauer Mulde. Und durch welche Stadt fließt die Zwickauer Mulde? Durch Zwickau. Zwickau liegt doch nicht im Erzgebirgskreis. Und woher soll ich das wissen? Vielleicht verrätst du ja der nächste Film. Da. Das ist er, der Erzgebirgskreis. Er gehört zum Freistaat Sachsen und damit zur Bundesrepublik Deutschland. Der Erzgebirgskreis hat auch Nachbarn. Im Westen den Vogtlandkreis, im Norden den Landkreis Zwickau und die Stadt Chemnitz, sowie im Osten den Landkreis Mittelsachsen. Im Süden ist sogar ein anderes Land, die Tschechische Republik. Dort spricht man eine ganz andere Sprache, Tschechisch. Dort sagt man beispielsweise nicht guten Tag, sondern Dobrý den. Brot heißt Chleb und Schule Škola. Grenzkontrollen gibt es hier aber nicht mehr. Beide Länder gehören zur Europäischen Union und so können Autofahrer ganz ohne Stau beispielsweise in Reitzenhain oder in Oberwiesenthal die Grenze überqueren.
Der Erzgebirgskreis ist ein junger Landkreis. Er ist nicht viel älter als ihr. 2008 wurde er geboren. Entschuldigung, er wurde natürlich nicht geboren, sondern gegründet. Und zwar aus den damals viel kleineren Landkreisen Aue-Schwarzenberg, Annaberg, Stolberg und Mittlerer Erzgebirgskreis. Mit ca. 340.000 Einwohnern ist er der einwohnerstärkste Landkreis des Freistaates Sachsen. Er hat eine Fläche von 1.828 Quadratkilometern. Aue-Bad Schlema, Annaberg-Buchholz, Schwarzenberg, Stolberg, Marienberg und Zschopau dürfen sich große Kreisstadt nennen. Insgesamt gehören zum Erzgebirgskreis 27 Städte und 32 Gemeinden. Während Städte und Gemeinden einen Bürgermeister haben, haben große Kreisstädte einen Oberbürgermeister. Natürlich hat der Erzgebirgskreis auch eine Stadt, die ein bisschen wichtiger ist als alle anderen Städte im Landkreis. Deshalb nennt man sie Kreisstadt des Erzgebirgskreises. Ihr Name? Annaberg-Buchholz. Sie hat ca. 20.000 Einwohner. Warum aber ist Annaberg-Buchholz ein bisschen wichtiger als alle anderen Städte? Weil sich in Annaberg-Buchholz der Hauptsitz des Landratsamtes und Sitz des Landrates befindet. Außenstellen hat das Landratsamt auch in Marienberg, Aue-Bad Schlema und Stolberg. In diesem arbeiten Menschen, die Entscheidungen treffen, die für die Region ganz wichtig sind. Sie kümmern sich unter anderem um Bildung, Soziales und Ordnung, Umwelt und Sicherheit, Straßen und Verkehr. In der Stadt haben außerdem die Agentur für Arbeit, der Tourismusverband und die Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH ihren Sitz. Der Tourismusverband macht das Erzgebirge als Urlaubsregion bekannt. Die Wirtschaftsförderung sorgt dafür, dass Betriebe und Handwerker gute Bedingungen im Erzgebirgskreis finden. Außerdem treffen sich in Annaberg-Buchholz regelmäßig die Kreisräte zu Kreistagssitzungen. Die politisch engagierten Menschen werden von den Einwohnern des Erzgebirgskreises gewählt. Kreisräte treffen für die Einwohner des Landkreises wichtige Entscheidungen. Natürlich hat auch ein Landkreis einen Chef. Man nennt ihn Landrat. Der Landrat steht der Region vor. Zurzeit heißt unser Landrat Frank Vogel. Warum wollten Sie Landrat werden? Ich möchte, dass sich unser Erzgebirgskreis gut entwickelt. Und gemeinsam mit vielen anderen Menschen möchte ich für eine Heimat eintreten, in der es sich gut leben und arbeiten lässt. Und da unterstützen mich auch sehr viele Leute. Was lieben Sie an Ihrem Job ganz besonders? Ich liebe vor allen Dingen die Begegnungen mit Menschen, die ich in Stadt und in den Gemeinden habe, wenn ich unterwegs bin. Die Gespräche, man erfährt viel, viele Probleme, aber auch das, was gut gelaufen ist. Und das ist einfach schön, diese Kommunikation und das Erfahren von neuen Dingen. Und was mögen Sie überhaupt nicht an Ihrem Job? Überhaupt nicht mag ich eigentlich, wenn man für ein Problem keine Lösung hat. Wenn man mir versucht zu erklären, das geht nicht. Und ich mag es auch nicht, dass so manche Dinge, so manche Lösungen so lange dauern, dass die Bürokratie oft so langsam arbeitet und es deshalb auch wirklich schwierig ist, Sachen zu lösen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie wird man Landrat, dann muss ich euch sagen, wer Landrat werden will, muss sich einer Wahl stellen. Jeder Erzgebirger ab 18 Jahren darf entscheiden, wer der Landrat wird. Gewählt wird alle 7 Jahre. Frank Vogel hat bereits zum 2. Mal die meisten Stimmen der Erzgebirge erhalten und absolviert damit die 2. Amtszeit. Na du, willst du mal Landrat werden? Nee, bloß nicht. Ich werde mal Straßenbauer. Wieso das denn? Na, weil mein Papa immer schimpft, dass es auf den Straßen im Erzgebirge immer viel zu lang dauert. Das ist doch Quatsch. Mein Papa lobt immer, dass man jetzt viel schneller auf der Autobahn ist. Es ist viel passiert, sagt er immer. Im Erzgebirgskreis gibt es doch gar keine Autobahn.
Das denkst du. Das ist die Autobahn 72 oder kurz A72, die wichtigste und schnellste Straße, die den Erzgebirgskreis durchquert. Sie kommt aus dem Raum Zwickau und führt über Stolberg nach Chemnitz. Auf der Autobahn dürfen Mama und Papa auch mal Gas geben. Ihr habt sie garantiert schon mal gesehen, seid über sie hinweggefahren. Wenn ihr nach Chemnitz, Dresden oder Leipzig wollt, an die Ostsee fahrt oder Urlaub in Italien plant. Eine Autobahn erkennt man immer an den großen blauen Schildern, die euch sagen, wie weit es beispielsweise nach Dresden ist. Doch die Autobahn ist nicht nur für Urlaubsfahrten wichtig, sie ist auch ganz wichtig für die großen Firmen und die kleinen bis mittelgroßen Unternehmen im Erzgebirge. Denn sie produzieren nicht nur für die Menschen hier bei uns, sondern für noch größere Betriebe in Deutschland und manche sogar für riesige Firmen im Ausland. Deshalb haben sich viele Firmen in Autobahnnähe angesiedelt. Andere wichtige Straßen nennen sich Bundes-, Staats- oder auch Kreisstraßen. In den vergangenen Jahren wurde viel Geld dafür verwendet, die Straßen besser und für Autos schneller zu machen. So entstanden riesige Brücken, dreispurige Abschnitte und manchmal völlig neue Straßen. Die Bundesstraße B101 ist eine der wichtigsten Verbindungen. Sie führt von Aue-Bad Schlema über Freiberg bis nach Berlin. Die Bundesstraße B95 verläuft von Nord nach Süd. Sie verbindet Chemnitz mit Annaberg-Buchholz und führt bis nach Oberwiesenthal. Und die B174, die Chemnitz mit Zschopau, Marienberg und Tschechien verbindet. Hin und wieder stöhnen die Autofahrer, weil eine Ampelanlage an einer Baustelle sie ausbremst oder eine Straße sogar zur Sackgasse wird. Doch bitte nicht stöhnen, denn gute Straßen sind wichtig für die Industrie. Straßen haben im Erzgebirgskreis für den Güterverkehr und damit für die Wirtschaft höchste Bedeutung. Welche Autobahn streift nun das Erzgebirge? Natürlich die A72. Ja klar. Aber ich fahre doch noch kein Auto. Wie soll ich dann zur Schule oder zum Training kommen? Mit der Erzgebirgsbahn kommt ihr beispielsweise von Johann-Georgen-Stadt nach Schwarzenberg oder über Aue sogar nach Chemnitz oder Zwickau. Von Annaberg-Buchholz und auch von Olbernhau aus rollen Züge Richtung Chemnitz. Etwas Besonderes auf dem Schienenweg ist die Citybahn, die Stolberg mit der Großstadt Chemnitz verbindet. Das Besondere an der Citybahn ist, dass sie in Stolberg als Eisenbahn losfährt und in Chemnitz wie eine richtige Straßenbahn mitten durch die Stadt fährt. Damit kommt man von Stolberg aus ganz schnell und ohne Umsteigen in die Großstadt Chemnitz. Zum öffentlichen Nahverkehr im Erzgebirgskreis gehört auch die RVE GmbH, Regionalverkehr Erzgebirge. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in Annaberg-Buchholz, in unserer Kreisstadt. Die Busse sind aber im gesamten Erzgebirgskreis unterwegs. Busse fahren genauso wie die Erzgebirgsbahn nach Fahrplan. Siehst du, Busse müssen genauso wie wir in der Schule immer pünktlich sein. Stimmt, aber hast du dir gemerkt, wie die beiden Regionalverkehrsunternehmen im Erzgebirgskreis heißen? Das ist doch einfach. RVE ist das Busunternehmen im Erzgebirgskreis und mit der Erzgebirgsbahn geht es die Schiene entlang bis nach Chemnitz oder Zwickau. Und von dort noch weiter weg? Ja, wenn man will. Aber sag mal, hast du von uns auch dieses eine Wort gehört? Ich habe viele Worte gehört. Welches meinst du denn? Wirtschaft, oder wie das heißt. Haha, Wirtschaft. Wisst ihr eigentlich, was Wirtschaft ist? Wirtschaft ist alles, was produziert, Dienstleistung erbringt und handelt. Kaufen und verkaufen, Angebot und Nachfrage,
Waren und Dienstleistungen. Das ist Wirtschaft. Dazu gehören euer Lieblingsbäcker, der Fleischer direkt bei euch im Ort, der Tischler, der Steinmetz, der Elektriker, der Maler, aber auch jedes Unternehmen in eurer Region, der Supermarkt und der Landwirt. Menschen und Firmen, die kaufen und verkaufen, sind Wirtschaft. Sogar ihr seid Teil der Wirtschaft, wenn ihr euch beispielsweise ein Eis kauft. Ein Drittel aller Beschäftigten arbeiten heute in der Industrie. Werkzeugbau, Maschinenbau und Elektrotechnik sind besonders stark vertreten. Viele Unternehmen stellen Teile für Fahrzeuge her, egal ob Motor, Auspuff, Sitzbezüge oder Airbags. In jedem Auto, das in Deutschland hergestellt wird, findet ihr Teile aus dem Erzgebirge. Das größte Unternehmen in unserem Landkreis heißt Schärdl Marienwerk GmbH. Dort wird Metall so gebogen, dass es zum Beispiel als Stoßdämpfer im Auto die Stöße zum Beispiel durch Schlaglöcher in den Straßen abfedert. In Schwarzenberg hat sich der Autohersteller Porsche angesiedelt. Allerdings werden in Schwarzenberg keine fertigen Autos produziert, sondern die Formen dafür gebaut. Wenn ein Blech zum Autoteil werden soll, muss es eine bestimmte Form erhalten. Und dafür sind Formen, also Werkzeuge, notwendig. Die Norafin Industries GmbH mit Sitz in Mildenau produziert Stoffe. Nicht irgendwelche Stoffe, sondern Stoffe für Feuerwehrbekleidung, die die Einsatzkräfte schützen sollen und der Hitze standhalten. Aber auch in Kliniken und Flugzeugen kommen die Spezialstoffe zum Einsatz. Für Spitzentechnologie steht die KSG GmbH in Gornsdorf. Egal mit welchem Transportmittel du reist oder welche Spielekonsole du bedienst, die Basis aller elektronischen Systeme ist eine Leiterplatte. Auf einer solchen sind kleine oder auch große Bauteile einer Schaltung angebracht und diese Schaltung ist wichtig, damit Handy, Kamera, Auto oder auch Fernseher funktionieren. Und der zweitgrößte Hersteller von Leiterplatten in ganz Europa sitzt im Erzgebirge in Gornsdorf und heißt eben KSG GmbH. Ja, und wisst ihr, was noch aus dem Erzgebirgskreis kommt? Ihr werdet es nicht glauben, aber Bürsten jeder Art kommen aus Stützengrün und damit aus dem Erzgebirgskreis. Zahnbürsten, Geschirrbürsten, Malerbürsten und sogar die Toilettenbürsten. Den Namen der Firma kann man sich gut merken. Bürstenmann heißt das Unternehmen, das die Bürsten produziert. Übrigens, bei Bürstenmann arbeiten auch Frauen. Wirtschaft ist aber nicht nur Industrie, sondern auch das Handwerk ist in unserer Region ganz wichtig. Die meisten Handwerksbetriebe in Sachsen findet ihr nämlich im Erzgebirge. Weltbekannt sind die berühmten Engel von Wendt und Kühn, die in Grünhainichen hergestellt werden. Die Engelchen haben in der ganzen Welt Liebhaber und werden von vielen gesammelt. Ihr wisst jetzt, Wirtschaft ist Industrie und Handwerk. Aber fehlt da nicht noch was? Genau, Landwirtschaft und Dienstleistungen gehören auch noch zur Wirtschaft. Eine Dienstleistung nehmt ihr ganz sicher gern in Anspruch. Ausgekatschter Kaugummi, altes Küchenpapier, Melonenschalen oder auch verdorbene Essensreste. Jeder Mensch produziert Müll. Zwar sollten wir uns alle bemühen, den Müll möglichst gering zu halten, doch ganz verhindern können wir ihn nicht. Daher muss es Firmen und Menschen geben, die unseren Müll entsorgen. Die blaue Papiertonne, die hoffentlich kleine Restmülltonne, gelbe Säcke oder gelbe Tonne und bei einigen, die keinen Komposthaufen im Garten haben, sogar die Biomülltonne, müssen regelmäßig abgeholt werden. Auch die Müllautos, die für Firmen, die Entsorgungsbetriebe heißen, durch den Erzgebirgskreis rollen, sind Teil unserer Wirtschaft. Egal in welchem Bereich der Wirtschaft jemand arbeitet, im Erzgebirge wird's angepackt und losgelegt.
verrückt, wie viele Firmen es im Erzgebirgskreis gibt. Wahnsinn, und ich habe gedacht, im Erzgebirge gibt es nur Schnitzen und Klöppeln. Kannst du schnitzen? Ich nicht, aber mein Vater und mein Opa können es. Dann musst du das unbedingt lernen, denn das hat Tradition. Besonders bekannt ist das Erzgebirge als Weihnachtsland. Doch in der Region gibt es noch mehr zu entdecken. Wunderbare Aussichten bietet eine Fahrt mit der Erzgebirgischen Aussichtsbahn, die an ausgewählten Wochenenden von Frühjahr bis Herbst Schwarzenberg und Annaberg-Buchholz verbindet. Genauso wie bei der Preßnitztalbahn in Jöhstadt, einer Schmalspurbahn, halten Eisenbahnfreunde damit Traditionen wach. Zu jeder Jahreszeit schmauchen die schwarzen Dampfloks der Fichtelbergbahn von Kranzahl nach Oberwiesenthal. Bekannt ist das Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. Dort werden Opern, Operetten, Musicals und Schauspiele auf die Bühne gebracht. Ganz bestimmt habt ihr mit der Klasse oder mit dem Kindergarten schon einmal ein Weihnachtsmärchen des Theaters gesehen. Oder habt im Sommer das Naturtheater Greifensteine besucht. Auch dort treten die Schauspieler und Sänger des Eduard-von-Winterstein-Theaters auf. Aue Bad Schlema hat zwar kein Theater, aber ein Kulturhaus. Und in diesem spielt und probt die Erzgebirgische Philharmonie. Das große Orchester lädt zu Klassikkonzerten ein. Einzigartige und wunderschöne Kirchen prägen die Städte und Gemeinden. Ein paar besonders schöne wollen wir euch nun zeigen. Imposant ist St. Wolfgang, der Bergmannsdom in Schneeberg. Imposant ist auch die St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz. Als einstige Bergbauregion hat das Erzgebirge aber noch viel mehr zu bieten. Zahlreiche Besucherbergwerke geben einen Blick in die schwere Arbeit der Bergleute. Das älteste Schaubergwerk Sachsens befindet sich in Waschleite bei Schwarzenberg. Die größten Zinnkammern Europas kann man in Pöhla besuchen. Auch die Zinnkammern sind ein Besucherbergwerk, allerdings eins, das die Bergbaugeschichte zeigt, die bis vor ein paar Jahren die Region geprägt hat. Im Bergbaumuseum Oelsnitz hingegen erfährst du, wie Steinkohle entstanden ist und abgebaut wurde. Dieser hatte entscheidenden Anteil daran, dass immer mehr Maschinen die Arbeit übernommen haben. Der richtige Begriff dafür ist Industrialisierung. Bevor am Ende des 19. Jahrhunderts die Industrialisierung kam, kamen im Mittelalter Fürsten und Könige. Angelockt durch den Reichtum unter Tage, bauten sie im Mittelalter Schlösser und Burgen in der Region. Die Burg Scharfenstein entstand im 13. Jahrhundert und beherbergt heute ein Weihnachts- und Spielzeugmuseum. Sie gilt als Familienburg. Eine wechselvolle Geschichte hat Schloss Hoheneck in Stolberg. Einst Burg, dann Schloss und schließlich Gefängnis. Sein neues Leben hat das markante Gebäude durch den Einzug der Phänomenia erhalten. In der Ausstellung Phänomenia können kleine und große Leute zu Forschern werden und ganz viele Dinge ausprobieren. Das meistfotografierte Schloss dürfte Schloss Schwarzenberg sein, das direkt neben der St. Georgenkirche steht. Die beiden Bauten thronen auf einem Fels und sind die Wahrzeichen von Schwarzenberg. Heute beherbergt das Schloss unter anderem eine umfangreiche Schnitz- und Volkskunstsammlung. Schwibbogen, Engel und Bergmann, Nussknacker, Räuchermänner, Pyramiden und Weihnachtssterne habt ihr doch garantiert schon mal gesehen. Sie dürfen in der Advents- und Weihnachtszeit doch auch in eurer Familie nicht fehlen. Auch wenn es mittlerweile ganz moderne Räuchermänner, Pyramiden, Nussknacker und Schwibbogen gibt, so haben sie eine lange Tradition.
denn die erzgebirgische Volkskunst entwickelte sich vor vielen Jahrhunderten. Seifener Volkskunst, die Region um Seifen nennt der Volksmund auch Spielzeugwinkel, wird im In- und Ausland geschätzt und trat aus dem Erzgebirge einen richtigen Siegeszug in die Wohnzimmer an. Die Entwicklung der Volkskunst hängt, wie so vieles im Erzgebirge, eng mit dem Bergbau zusammen. Viele Bergleute erzielten mit ihren Schnitzereien Nebeneinkünfte, die wichtig waren, um die Familie zu ernähren. Gerade weil der Bergbau ab dem 19. Jahrhundert unterzugehen drohte, gewann die Holzwarenherstellung zunehmend an Bedeutung. Eine große Sammlung erzgebirgischer Volkskunst kann in der Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz bestaunt werden. Das ist ein Museum, in dem nur Volkskunst gezeigt wird. Auch Frauen haben zum Einkommen der Familie beigetragen. Das Erzgebirge ist eine der wichtigsten Klöppelregionen Deutschlands. Bis heute wird die Handwerkskunst, die wunderbare Spitzen entstehen lässt, gepflegt und an junge Leute weitergegeben. In der Volkskunstschule des Erzgebirgskreises, zum Beispiel auf Schloss Schwarzenberg, können Interessierte lernen, wie man die Klöppel springen lässt. Na, Klöppeln ist doch typisch Frau. Von wegen. Heutzutage klöppeln auch Männer und schnitzen manchmal auch Frauen. Und Kinder. Hast du dir gemerkt, wie die Region um Seifen und im Osterzgebirge noch genannt wird? Du kannst Fragen stellen. Klar, die Region um Seifen nennt man auch den Spielzeugwinkel. Und nun zu dir. Hast du gut aufgepasst? Weißt du, warum die Bergleute früher mit dem Schnitzen angefangen haben? Weil sie Langeweile hatten? Du bist mir einer. Die haben angefangen mit Schnitzen, weil sich ein bisschen Geld dazu verdienen wollte. Ach ja, sie wollten Geld verdienen, weil der Bergbau in der Krise gesteckt hat. Stimmt. Weißt du auch, wann der Wintersport in der Krise steckt? Natürlich dann, wenn im Winter der Schnee fehlt. Nur gut, dass das nur selten vorkommt. Im Winter lockt der Erzgebirgskreis zahlreiche Wintersportler an. Ski alpin, Langlauf, aber auch Rodelspaß garantiert das sächsische Mittelgebirge. Die Fichtelbergregion mit Oberwiesenthal als höchstgelegener Stadt Deutschlands gilt als besonders schneesicher. Dort und auch in einigen anderen Wintersportorten hilft man auch mal nach, wenn sich bei Frau Holle Pechmarie einquartiert hat. Mit Schneekanonen und Schneelanzen kann man Kunstschnee produzieren. Wer den Winter nicht so mag, der erkundet das Erzgebirge am besten in den warmen Monaten, zu Fuß oder auf dem Fahrrad. Das Erzgebirge ist eines der schönsten Mittelgebirge Deutschlands. Dass es im Erzgebirgskreis viele Bäume bzw. Wälder gibt, das habt ihr sicher schon bemerkt. Doch wusstet ihr auch, dass der Erzgebirgskreis der waldreichste Landkreis des Freistaates Sachsen ist? Und in Wäldern kann man sich wunderbar erholen. Das Mittelgebirge ist bestens für Wander- und Mountainbike-Touren geeignet. Der bekannteste Wanderweg ist der Kammweg Erzgebirge-Vogtland. Als Kamm bezeichnet man auch die Gebirgswege, die von Gipfel zu Gipfel führen. Und genau das macht auch der Kammweg Erzgebirge-Vogtland. Bekannt ist auch der Stoneman Miriquidi, eine ausgeschilderte Mountainbike-Strecke, auf der alljährlich tausende Radsportfreunde unterwegs sind. Wunderbare Aussichten sind sowohl beim Mountainbike-Fahren als auch beim Wandern garantiert. Aber nicht nur Breitensport, sondern auch Leistungssport spielt im Erzgebirge eine Rolle. Die deutschlandweiten Aushängeschilder in den Mannschaftssportarten sind dabei die Handballer des EHV Aue und die Fußballer des FC Erzgebirge Aue. Erst im Jahr 2018 wurde die neue Spielstätte der Veilchen, das Erzgebirgsstadion, fertiggestellt. Veilchen wird der Fußballclub aufgrund der lila-weißen Vereinsfarben genannt. Mehr als 16.000 Zuschauer finden Platz im Erzgebirgsstadion.
Eine Besonderheit ist, dass die Fußballarena dem Landkreis gehört. Das ist einmalig in Deutschland. Doch was wäre das Erzgebirge ohne Wintersport? In Kurort Oberwiesenthal befinden sich die Eliteschule des Wintersports und eine Außenstelle des Olympiastützpunktes Chemnitz-Dresden. Eliteschule, weil dort Schüler lernen, die nicht nur gut in der Schule sind, sondern auch leistungsorientierten Wintersport machen. Eine wichtige Wettkampfstätte ist die Sparkassen-Ski-Arena mit Langlaufloipen und Biathlon-Schießstand. Einige ehemalige Schüler aus Oberwiesenthal kennt hierzulande jedes Kind. Richard Freitag ist einer der erfolgreichsten Skispringer aus dem Erzgebirge. Er startet für die SG Nickelhütte Aue. Erik Frenzel gehört zu den erfolgreichsten nordisch Kombinierten aller Zeiten. Fünfmal in Folge, von 2013 bis 2017, hat er den Gesamtweltcup in der nordischen Kombination gewonnen. 2018 holte er 3 olympische Medaillen in Südkorea, wurde 2014 und 2018 Olympiasieger sowie Einzelweltmeister in den Jahren 2011, 2013 und 2019. Nicht vergessen darf man Chopau. Dort wurden bis vor ein paar Jahren Motorräder produziert. Deshalb hat sich gerade dort eine große Motorsportszene gebildet. 2017 war Chopau sogar Gastgeber für eine richtige Weltmeisterschaft. Gastgeber für die große Enduro-WM. Und früh übt sich, was ein Meister werden will. Zahlreiche Sportvereine zwischen Marienberg und Johann-Georgen-Stadt, zwischen Oberwiesenthal und Stützengrün arbeiten seit vielen Jahren mit Kindern und Jugendlichen. Und, was sagst du nun? Ist Sachunterricht langweilig? Ist der Erzgebirgskreis langweilig? Naja, nicht wirklich. Ganz bestimmt nicht. Du bist auch aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Okay, das stimmt schon. Siehste, ich hab die Wette gewonnen. Hast du. Und was bekomme ich jetzt dafür? Was willst du denn dafür? Ach nicht, lass mal. Hauptsache, du hast jetzt mehr Spaß an Sachunterricht. Oh Mist, ich muss los. Ich bin bei den Sportakrobaten. Ich hab gleich Training. Stopp, so leicht kommst du mir nicht davon. Erst musst du meine Frage beantworten. Wie grüßt man im Erzgebirge? Na, wisst ihr's? Glück auf!